Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Mein erster Verein war der SV 1873 Nürnberg Süd. Da habe ich mit 4 Jahren das Fußballspielen angefangen und blieb da auch 11 Jahre, bis ich dann in der Jugend weiter beim FC Bayern München spielte. Berufswunsch. Eigentlich schon immer Fußballer, muss ich sagen. Hat sich irgendwann so herauskristallisiert, weil mein Vater eigentlich schon ziemlich früh mit mir auf der Straße auch immer wieder trainiert hat und gegen das Garagentor schießen und alles drum und dran. Und dann wollte ich immer eigentlich Fußballer werden. Ja. Da haben mich meine Eltern natürlich auch dementsprechend unterstützt. Und das war eigentlich der Berufswunsch. Und dass es dann letztendlich auch so gekommen ist, bin ich natürlich sehr froh darüber. Ja. CD. Ich denke New Kids on the Block. Die hatte ich damals von meiner Tante bekommen zu Weihnachten. Und das war das ganze Album. Und ja, glaube ich, dass New Kids on the Block die CD war. Ja. Eine Boyband halt. Also ja, heute, man kennt sie ja eigentlich gar nicht mehr. Steffen, glaube ich, war auch die gleiche CD. Aber ja, man hört die Musik heute nicht mehr, ne. Ich denke Stürmer. Also, ja, in der Jugend eigentlich schon auch immer viele Tore geschossen. Und ja, schon immer ziemlich weit vorne gespielt und war schon Stürmer, ja. Ich glaube Lothar Matthäus. Da hatte ich auch Hallenschuhe von Lothar Matthäus. Hätte ich auch damals, ich glaube, von meinen Eltern bekommen und da war die Unterschrift von Lothar Matthäus halt so eingraviert, dieser Puma-Schuh. Ja, und ich glaube, es war Lothar Matthäus. Naja, er ist ja auch ein Franke, wie man unschwer an meinem Rollen R erkennen kann. Er kam aus Herzogenaurach und war ja auch nicht so weit entfernt von Nürnberg. Und ja, das hat man natürlich schon immer verfolgt und ja, mit Rekord-Nationalspieler, alles drum und dran, Kapitän und deswegen war es natürlich auch ein großes Vorbild. Erster Urlaub war mit den Eltern auf Mallorca. Mit 6 Jahren, aber kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern. Und dann war es eben mit der jetzigen Frau, Gran Canaria. 16 Tage haben wir es zusammen ausgehalten. ein ganz normaler Halbpension-Urlaub, 3-Sterne-Hotel und mit 18 verliebt. Und ja, so war der erste Urlaub mit der jetzigen Frau. Mein erster Kinofilm war auch mit meiner Frau, mit 6. Sie hatte mich damals an ihrem Geburtstag oder mehrere Leute natürlich eingeladen, weil meine Frau und ich gingen zusammen auch in die erste Klasse, also wir kennen uns schon ein bisschen. Und das war Ariel, die Meerjungfrau. Ja, und so war das damals. Keine Ahnung. Junioren-Nationalmannschaft kann ich mich an ein Tor erinnern. Also das war damals, ja, in der U16 war das. Das war Europameisterschaft in Deutschland und da haben wir gegen Ungarn gespielt. Und ja, da habe ich das 1-1 gemacht und ja, da ging so vom Fuß halt eben weg, diagonal und ging dann oben in den Winkel und ja, dann dazu die Bilder hat man eigentlich noch vor Augen und war ein sensationelles Gefühl. Es war mein erstes Länderspiel dort damals und es regnete und man hat halt damals im Jugendwahn diesen Diver dann noch gemacht und ja, aber das waren Emotionen pur. Ja. Mein erstes Auto war ein Renault Twingo, schwarz, orangene Ledersitze, Bassbox drin. 195er Reifen, schwarze Fenster, was man sich halt alles so vorstellt mit 18 Jahren. Ja, brauchen wir heute nicht mehr, aber
ja, damals fand ich es halt cool. 3 Jahre war es bestimmt. Man hat gedacht, das Auto hätte 400 PS, aber waren die obligatorischen 54 PS des Renault Twingos. Spiel kann ich eigentlich nicht sagen, was für ein Spiel war, aber ich denke, das war mit meinem Vater das alte Frankenstadion, ja, im Fanblock und ja, erster FC Nürnberg natürlich, der damalige Verein, oder einfach, weil es halt einfach die Geburtsstadt auch von mir ist. Das hat man dann schon verfolgt, aber was es letztendlich für ein erstes Spiel war, ich weiß auf jeden Fall Andreas Köpke oder so, oder Percy Olivares, Sergio Zarate, Dieter Eckstein und solche Idole, ja, die haben da damals gespielt, aber was es letztendlich für ein Spiel war, weiß ich heute nicht mehr. Mein erstes Konzert? Ja. Mein erstes Konzert, ja, war mit 17. Damals als Jungprofi, auch in Nürnberg, hat damals der jetzige Alemannia Aachen Trainer René van Eck organisiert, weil der DJ Bobo sehr gut kannte. Ja, und dann ist es halt dazu gekommen, dass in Nürnberg das erste Konzert war, DJ Bobo. Cool. Wir waren erst wieder beim DJ Bobo Konzert in der Lanxess Arena in Köln. Da war ich dann mit meinem Bruder und mit der Schwägerin. Und ja, und auch natürlich meine Frau dabei, und ja, haben wir alles nochmal Revue passieren lassen. Ja, so die 90er allgemein sind ja ganz witzig, und die hört man ja dann schon immer wieder mal, weil man halt eben zu der Zeit einfach diese Musik gehört hat. Ja, New Kids on the Block ist es jetzt ja nicht mehr, aber ja, man hört schon mal hin und wieder die 90er, und dann kommt da vielleicht mal DJ Bobo wieder dabei rum. Wo ich das damals auch erzählt hatte, dass ich nach Köln fahre, war das Gelächter natürlich auch in der Kabine sehr groß. Gut, bitte.